Hallo und willkommen zurück zu Master Duels mit meinem Cousin. Hallo. Dann benutze ich Neuvertrag-Universum. Okay. Pendel gegen Exceed. Ja. Duell beginnen. Dann zeige ich dir gleich mal Ich habe meinen das Deck noch nicht Utopia. benutzt, das heißt also, da werde ich jetzt einiges lesen müssen wahrscheinlich. Okay, ist in Ordnung. Gefällt dir mein Pet? Du hast jetzt einen Fußball. Boah, wieso kriegst du immer diese toten Dinge, Gegenstände? Ich habe einen Sangan bekommen im Singleplayer. Ich weiß nicht. Wenn du den Singleplayer machst, kannst du mir sagen, ob du auch Sangan bekommst oder ob das random ist. Aber ich schätze mal random. Ich glaube nicht, dass das random ist. Ich glaube, das ist alles festge. Also, wenn du auf die Mission klickst, du siehst ja schon, was du rausbekommst. Es steht ja schon alles da. Und ich glaube, ich habe den drin gesehen, weil ich habe das schon durchgeklickt. Ah, okay. Oh, XYZ Wiedergeburt. Okay. Okay, setzen wir die erstmal. Okay, jetzt ist die Frage 5, 1, 6. Ich kann die beiden aufsetzen und den dann spezialbeschwören in der Theorie. Angriff detailliert. Derzeit kontrollierst. Okay, das ist ein Bonus. Pendel. Hä? Okay, mit beiden Dingern erhält die ADK. Ach, das ist ein normaler Monster. Das hat nur einen Pendel-Effekt. Ah, okay, das ist gar nicht mal schlecht. Eine Schadensberechnung. Also, du hast jedenfalls echt recht. Warte, Die ganzen 6. Karten wollen alle Utopia. Okay. Ich setze erstmal meine Pendel-Scale. Das ist voll witzig. Ich kann jetzt normal oder Pendel beschwören. Jetzt weiß ich wenigstens, was dieses Scale ist. Also, Pendel kam mir ziemlich OP vor. In dem Kurztutorial. Pendel ist auch, also Pendel braucht, wenn Pendelmonster sterben, ich glaube, wenn sie als Monster sterben und nicht da unten, dann landen sie auf dem Extra-Deck offen und die können da wieder rausgependelt werden. Aber wenn sie vom Extra-Deck kommen, können sie nur in die Felder, wo Link-Monster hinzeigen, also in diese eine Extra-Monster-Zone oder eben, wenn man mit Link-Monstern spielt, weil das Deck hat ja keine Link-Monster, also wenn, da könnte ich das quasi nur in die eine Extra-Monster-Zone da packen. Ja, was ich mich frage, du hast jetzt die Zone zwischen 1 und 6. Vorher war das ja für Fusion, Synchro und alles, was vom Extra-Deck kam, auch der Fall, aber das haben sie ja wieder rückgängig gemacht, aber nur bei Pendel gelassen, weil Pendel quasi so viel stärker ist, was das angeht. Weil sie ja immer wieder zurückkommen können auf die Art und Weise. Also du siehst, einer hat 1, der andere hat 6 und der ist Stufe 5 und Stufe 4 und deswegen kann ich beschwören, was dazwischen ist, zwischen den beiden Skalen. Ja, aber kannst du den Künstlerkumpel bunt irgendeinen Scheiß rausschmeißen gegen was mit einer höheren Eingrenzung? Ich glaube Oder bist du nicht, jetzt immer auf 2 bis ich 5 glaube nicht eingegrenzt? so leicht. Ich glaube, ich muss wirklich einen Effekt benutzen, um da einen rauszuschmeißen. Weißt du, was sehr praktisch ist, wenn du die anklickst, siehst du, dass der Effekt, der gerade nicht zählt, ausgegraut ist. Das ist ganz praktisch. Ach so, okay, ja. Ja, Kannst du die ich. Effekte von denen gerne durchlesen? Das sind mehr oder weniger permanente Zauberkarten, so wie die da liegen. Ah, das ist alles so doof. Ja, ich bin komplett am Arsch. Hast du nichts, was du überhaupt beschwören kannst, oder wie? Ja, doch, aber es ist halt alles gleich tot dann nächste Runde. Und du hast jetzt nichts irgendwie, dass du irgendwie zwei Monster rauskriegst in einer Runde und dann exceeden kannst du Nicht, dass Utopia. ich wüsste. Die wollen alle nur Utopia oder irgendwas mit Friedhof spezial beschwören und ich habe ja nichts auf dem Friedhof. Ah, okay. Dann hast du nicht die guten Karten. Außerdem sind die alle nicht 4 Sterne, weißt du? Das ist total Es dumm. gibt irgendwie so zwei, drei Karten, die entweder einfach spezial beschwören können oder sich selber spezial beschwören können unter gewissen Bedingungen.
Der hat Pendel Scale 1, der ist. Den kann ich sogar Pendel beschwören. Du kannst ein offenes Monster. Ah, okay, der ist fürs Annullieren. Soll ich den jetzt in Angriff spielen? Was kann ich spezial beschwören? Ein finsternes Monster. Ein Monster von Typ Drache. Was? Ein finsternes Monster vom Typ Drache. Achso. Ein Monster von Typ Ungeheuer. Muss entweder als Fusionsbeschwörung beschworen werden oder als Spezialbeschwörung beschworen werden, indem du die oben aufgefüllten Karten, die du kontrollierst, als Tribut anbietest. In dem Falle benutzt man keine Bürgermeisterin und kann nicht auf andere Art hat das bisher schon beschworen werden. Falls diese Karte ein Monster durch Kampf zerstört, für einen Gegner Schaden in Höhe der 100k. Okay, das klingt nicht schlecht. Das Monster hat ziemlich viel ATK. Ich greife mal erstmal so an, bevor ich den beschwöre. Also ich kann mit dem Deck nicht umgehen, aber ich habe echt eine schlechte Hand vielleicht. Ich weiß nicht, kannst du denn was machen, wenn du dir alles durchliest? Was? Es kann schon teilweise sein, dass man ein bisschen brickt mit dem Deck. Deswegen ist es, glaube ich, auch weiter unten gelistet in deiner Liste, die du da gepostet hast. So, kriegen die jetzt eine ATK-Boost? Ja, okay. Wieso kassiere ich Damage? Wieso ich Durchschlagen dann mache? Lest dir mal meine Pendelkarte Nummer 6 durch. Oder war das der? Ja, super. Deswegen habe ich gesagt, wer meine Zauberkarten. Das denn jetzt? Ja, das man kann den ohne Fusion beschwören. Kannst du durchlesen. Ach so, ja, den habe ich vorhin durchgelesen, bevor ich es mir gekauft habe. Ah, oh, das ist ja voll krass. Ey, siehst du, jetzt sind die aufs Extra-Deck gegangen. Jetzt kann ich im nächsten Zug nochmal einen von da beschwören. Ja. Pendel. Der Friedhof ist einfach nur leer, weil die Monster da reingegangen sind. wenn du ein Utopia-Monster als Exit beschwörst, der Spielseite beschworen. Achso, das ist diese permanente Karte, stimmt. Doch, ich Stufe 3. Das ist alles für ein Arsch. Alles für den Arsch, nichts Gutes. So. Was ist das denn? Kann ich die aktivieren? Kann ich aktivieren? Die da unten kann ich auch. Achso, das ist der Pendelschirm. Okay. Zerstöre es. Nacheinander Schaden. Ein Pendelmonster. Okay. Okay, ich denke mal, das allererste Pendel beschwöre ich wieder. Achso, das ist ja nichts. Dann nehmen wir den da, der gibt mir einen ATK-Boost. Siehst du, du merkst, ich konnte den jetzt nur hier rein beschwören, weil er von dort gekommen ist. So, und jetzt setze ich die hier ein. Die zerstört meine Pendelskalen und würde auch deine zerstören, aber du hast keine. Je nachdem, wie viel zerstört wird, kommen verschiedene Effekte.
Beziehungsweise du hast Schaden erlitten, das war ein Effekt und jetzt darf ich eine Karte anscheinend suchen. Wenn ich das so richtig sehe. Ein Pendelmonster so im Allgemeinen. Oh mein Gott, okay, keine Ahnung, was ich da nehme. Ich kenne auch gar nicht den Effekt, ich muss mir alles durchlesen. Als ein oder mehr Schaden werden. Falls ein Pendelmonster kämpft, dass du kontrollierst. Ah, oh, das klingt doch gut. Aber den mal. Da legen wir ihn schon mal in die P-Skala. Ah ja, ich glaube irgendwie, dass ich jetzt gewinnen werde, oder? Ach, der Effekt von dem anderen funktioniert bei dem gar nicht. Weil das Ding kein Dingens ist, oder was? Das ist kein Künstlerpunkt. Nee, das ist ein Drache. Hast du nicht gesagt, du gewinnst schon? Ja, ich habe gedacht, dass mein Künstlerkumpel Wolf hier, Silberklaue, auch mein Fusionsmonster boostet. Aber das Fusionsmonster ist ja kein Künstlerkumpelmonster, deswegen wird es nicht geboostet. Der Effekt ist auch unnütz, weil ich kein verbanntes Exceed-Monster habe. Also, das geht auch nur, wenn er einen Angriff deklariert. Ich hätte sowieso mit ihm vorher angreifen müssen, sehe ich gerade. Dass das Konstante ist ja nur, wenn er in Pendelzone liegt. Also sehr witzig ist es auch Monster gibt, die irgendwie denselben Effekt in der Pendelzone haben. Ah, oh, okay, du willst meinen Wolf. Warte mal, kannst du das überhaupt? Wenn diese Karte ein... Ja, kannst du. Ah, ich gehe hier nicht, ohne dir wenigstens Damage zu befügen. Falls ein Pendelmonster kämpft, das den Gegner, das du kontrollierst, kann dein Gegner... Ah ja, okay, das geht nur gegen dich. Pendelbereich dieser Karte wird 4. Achso, der ändert sich sogar. Also ich bin echt froh, dass ich mit diesem Drachendeck angefangen habe. Achso, der ist aktuell. Sei denn, du hast einen Magier. Du kannst mich jetzt einfach besiegen und dann gehen wir in die Runde 2. Falls jetzt gerade Spezialbeschwörung beschworen wird. Ah ne, das kann ich jetzt nicht. Kann ich 10. Also wenn man es nicht schafft, schnell ein Utopia rauszuhauen, dann ist man echt am Arsch. Tschüss, für wieder deine Hand. Genau. Ja genau, das ist glaube ich das größte Problem an dem Deck. Falls ein oder mehr Künstlerkumpelmonster der Beschwörung auf deiner Spielfeldseite beschworen werden. Alle Künstlerkumpelmonster. Die meisten meiner Effektmonster hier heißen, ja, häng dich da dran. Ja, aber dann brauche ich das Monster zum Dranhängen. Das muss ja erst einmal beschworen worden sein in der Vergangenheit. Kann ich quasi nur Stufe 3 Monster beschwören. Weil der andere wegen seinem Effekt gerade 4 ist. Du brauchst gar nichts, du brauchst mich, du kannst einfach angreifen. Ja, ich kann mich nicht wehren. Gegen den kannst du nicht wehren. Ich habe irgendwie keine Abwehrsachen. Na ja, machen wir noch 2 Duelle und dann kannst du ja ein anderes Deck wählen, was vielleicht besser ist. Oder was nicht. Ja, ich mach dann das Pendeldeck als nächstes. Ja, oder Pendel ich mach das. Ja, hast du nicht noch irgendeins, das du noch möchtest nicht benutzt hast? Möchtest du als erster anfangen? Ja, meinetwegen. Scheiße, ich muss ja dann auf als zweiter drücken, ich Depp. Ja. Hast du denn noch ein anderes Deck, das ich noch nicht kenne von dir? Oder nicht? Oder habe ich dann schon alles gesehen? Ich bin mir nicht ganz sicher, welche Decks wir alle benutzt haben. Ich habe noch ein neues. Also ich habe das Pendeldeck logischerweise und das, was ich freigeschalten habe mit den mächtigen Unterwäldlern. Also, ja. Warte mal, füge deine Hand. Das fand ich auch ganz lustig. Warte, was? Ach, vom... Ach so, okay. Das ist dafür da, wenn die im Exotic rumliegen. Der ist Künstlerkumpe und der Effekt zählt für Künstlerkumpe. Also kann ich das benutzen. Von dem Deck auf dem Friedhof, okay. Hat er hier irgendwer einen Effekt, weil er irgendwie den Friedhof aktivieren kann, der funktionieren kannst.
Aber man kann den Eisrebuter. Okay, geh in die P-Skala. Ich habe einen besseren Start als letztes Mal. Und du gehst auch in die P-Skala. Jetzt sollte er eigentlich eine 2 sein. Okay. Ach, der hat nur 3 auf sich liegen. Na gut, dann hat es jetzt nur noch Sinn, hat's nur Sinn für die Effekte. Ey, ich glaube, das ist so gefühlt das einzige Monster in dem Deck, was kein Pendelmonster ist. Na, bis auf dein Fusionsmonster. Darf. Haben halt einer von den Friedhof-Effekte. Falls diese. Am Beginn hat Damage. Der kannst du es auch in die Hand nehmen, Dennis? Hä? Wie kann ich auch? Falls du 2 Karten in deinen Pendelzonen hast, kannst du es stattdessen in deine Hand. Das ist nicht der Effekt, den ich gerade mache! Oh. Da steht aber eine 1 über dem. Naja, ist in Ordnung. Wie eine 1? Ja, ich weiß nicht, was du dann gerade aktiv hast. Ich dachte, dein Monster wäre aktiv. Wenn diese Karte als Normal- oder Spezialbeschwörung beschworen wird, das habe ich gerade getan, und also der Effekt, der da steht. Ja, genau, das habe ich doch gerade vorgelesen. Du kannst ein Künstlerkumpel-Monster von deinem Deck auf den Friedhof legen. Außer der Künstlerkumpel. Dann ist da ein Punkt. Und das danach ist ein anderer Effekt. Nein, falls du 2 Karten in deinem Pendelzone hast, musst du es nicht auf den Friedhof legen, sondern kriegst es in die Hand. Wie kann man, also, verstehe ich das falsch, oder? Okay, ja, dann könntest du vielleicht recht haben. Mist, ich kenne euch doch alle noch gar nicht so gut. Nehmen wir den Wolf wieder, ich mag den. Der ist zumindest süß. Auf die Hand, ja, ich habe jetzt die Frage davon, du hattest da recht. Also. Muss ich dir schon helfen? Ist da alles ein bisschen komplex. Kann doch immer so den Text. Ja, das ist dann schon gemerkt. Oh, was ist das denn für ein Viech? Gut, ein Esel. Da steht aber nichts von Spezialbeschwörung. Weiß ich nicht, was bei dir steht. Es muss ein Exit-Monster sein, kein normales. Okay. Ja, was soll's. Ich fang mal damit an. Alle anderen wollen nicht leuchten, also brauche ich es mir gar nicht erst. Siehst du das eigentlich, wenn ich auf meinen Ball drücke? Nein. Schade. Scheinbar hat jeder nur seine eigenen Effekte. Aber, ich kann deinen Ball einfach selber anklicken. Ja. Holger, toll. Ja, das macht er auch, wenn er angegriffen wird. Will irgendein niedliches Maskottchen. Weder untot noch ein ekliges Monster. Will ein Kuribo. Was hat der? Der hat Pendelscale 8, der hat Pendelscale 5. Was das angreifende Monster hält. Okay, das ist nochmal ein Boost. Ich glaube, ich mache die Beine weg und. Auch ein Utopia, danach ist einfach alles OP. Ich muss irgendwie eine Pendel Scale von 1 kriegen. Bist du ein Künstlerkumpel? Ja, bist du. Au! Ja, dann such dir jetzt noch ein Pendelmonster aus. Hast du einen anderen Magier? Ne, das ist kein Magier. Hast du einen anderen Magier? Nein. Der hat auch. Hast du einen Pendelwasserkraft? Alle begreifst du 4 außer Magier, Buntäuge. Ne, das wäre. Ich gehe mit Künstlerkumpel, da wird er 4. Ich will den aber auf 1 haben. Einfach sprichst du während deiner Phase. Was denn geht? Karte, Effekt, Achso, die kann ich dann da rausholen. Okay. Dann wird den da. Warte mal. Bin ich blind? Was da? Ach so, das geht auch andersrum, 8 bis 1. Ich dachte, das muss dann 1 bis 8 sein. Das ist in dem Sinne wurscht.
Ja, das ist doch OP. Jetzt kannst du einfach so alles Mögliche raushauen. Der ist der da liegt. Achso, der andere würde auch da liegen. Was? Wie viele Pendelbeschwörungen kann man in einem Zug machen? Das ist erstens, das ist eine Beschwörung. Mit anderen Worten, wenn du Fallgrube machst, gehen alle Monster weg. Und zweitens, so viele Monster, wie du beschwören kannst, kannst du beschwören. Wenn deine Hand voll wäre mit Pendelmonster, könntest du die alle beschwören. Also bis auf die Tatsache, dass du nicht so viel Feldplatz hast, natürlich. kannst du es gerade als Rekrut anbieten, einen Künstlergruppenmonster wählen, das du kontrollierst. 1000 ATK. Der kann boosten. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist ein Monster zu viel. Okay, ja, ich werde diese Runde auch einfach nur Game Over gehen, ohne irgendwas zu setzen. So sieht's aus. Greif wenigstens mit dem Schwächsten zuerst an. Hä, was? Nein, ich greife mit dem an, der jeden anderen boostet. Okay. Ja, der Effekt rettet mich nicht, was ein bisschen doof ist. Ich werde es nicht hinkriegen, nächste Runde zwei Monster zu setzen. Was kann ich denn hier aktivieren? Es ist kein Nachteil, wenn ich das aktiviere. Probieren wir das mal. Wird dir jetzt ihm hinzugerechnet oder was genau macht er jetzt? Ja, rechnet sie ihm hinzu. Okay. Bist eh schon stark genug gewesen, Mann. Ja, aber ich wollte nur den Effekt testen. Ja, gut. Achso, da leuchtet einfach nur das Ding jetzt. Nein, jetzt seinen Effekt will ich nicht aktivieren. Das hier ist eigentlich so ein OP-Effekt, aber ich kann ihn nicht benutzen. Ah, der Effekt, ich sehe schon. Warte, ich kann was auf den Friedhof schicken. Aber ich kann kein Exit-Monster auf den Friedhof schicken. Von deiner Hand oder Spielfeldseite auf den Friedhof legen. Ja, genau. Löse deine Hand ein. Du kannst dir dann ein Monster mit deiner Hand hinzufügen. Okay. Ja, du kannst gucken, vielleicht kannst du dir irgendwas von Decke zufügen, was Stufe 4 ist und du gleich spezial beschwören kannst, weil dann könntest ich hab du hier nur Zauber- und Fallenkarten. Ja, gut. Vielleicht ist irgendeine dabei, die dir spontan helfen kann. Wähle ein Exit-Monster, das du kontrollierst. Toll. Zeige eine Karte in deiner Hand vor. Mische Karten ins Deck. Toll. Wähle ein Utopia. Aus dem Friedhof. Da liegt aber keins. Okay. Ach. Toll. Konterfalle. Jetzt hast du ein Monster beschwören. Hast du da eins dabei, was der Stufe her passt? Ja, der ist 5.
Das andere ist 3. Achso, du meinst, mit einem Stufe 4 Monster hätte ich jetzt Utopia geholt. Ja, genau. Ja, doof. Und alle anderen Exceed Monster brauchen 3 Stufe 5 Monster. Ja. Ich meine, wie. 3 Stück sogar? Okay. Ja, oder 2. Gut, hier sind hier, die brauchen nur 2. Die ultimativen irgendwas. Es ist, glaube ich, hauptsächlich so gedacht, weil ich glaube, es gibt irgendwie eine Karte, dass wenn Utopia draußen ist, alle Monster, die auf dem Felsen die Stufe 4 sind, zu Stufe 5 werden. Und das ist quasi ja, dann gedacht, dass man die dann weiter. Die hatte ich gerade auch zur Auswahl, aber das nützt mir ja nichts. Ja, irgendwie ist das dumm, dass diese Karte jetzt im Angriffsmodus ist, wenn ich ehrlich bin. Ja, das ist vielleicht ungünstig. Da hast du irgendwie recht. Ja. Aber ja, das muss man halt riskieren, wenn man die Effekte haben will. Okay, was macht da hier? Aktiviere diese Effekt. Falls du ein buntäugige Karte kontrollierst. Okay, falls du ein. Falls deine Hand ein buntäugigen Monster. Ne, meine Hand hat aber keine. Also kontrollieren tust du eins. Ah ne, füge deine Hand. Das ist nochmal ein extra. Na gut. Aktivieren wir das mal. Mal schauen, ob du was gegen tun kannst. Wie denn? Achso, ich kann entweder oder machen, okay. Effekt. Will nochmal ein Monster haben. Wenn dir. Wenn diese als Pendelbeschwörung beschworene Karte deinem Gegner Kampfschaden auf einen Angriff zufügt, kannst du deinem Gegner Schaden in Höhe der Anzahl im Pendel nochmal. Okay, das ist ein interessanter Effekt. Als diese Karte gegen ein Monster des Gegners kämpft, wird der Kampfschaden. Okay, das ist auch krank. Wieso ändert sich die Musik? Naja, also das ist ein Ace-Monster von dem von, ich weiß gerade nicht mehr, wie der Anime heißt. Aber von dem Anime. Mhm. Also kann ich wieder den da beschwören. Aber irgendwie finde ich, dass der da besser ist mit seinem Effekt. Alter, das wird ja gleich richtig hart wehtun. Mhm. Oder auch nicht. Wie nicht? Oh, du hast noch nicht gedrückt. Willst du dagegen was machen oder wie? Na, am besten du gehst in Manifest 2, dann wirst du es nicht erfahren. Okay. Hab gar nicht mitbekommen, dass das war doppelt. Du hast mich gerade davon abgeleitet, mein Monster nochmal 1000 ATK mehr zu geben. Alter, dann wär's, glaube ich, aus gewesen sofort. Es ist sowieso aus. 2000. Warte, wie viel ist das? Das Lack geht genau. Ja. Der boostet aber dann den da auch noch. Okay, machen wir es so vielleicht. Er kommt nicht drüber, aber der andere kommt da drüber. Ja. Du hast das also gecheckt. Ich könnte auch seinen Effekt benutzen, dass 1000, dass er weggeht und ich dann 1000 ATK wen anders gebe. Ich glaube, ich habe nicht genug Lebenspunkte. Unter Umständen. Jetzt ist recht nicht. Nächstes Mal, als ich dich anfange, da denke ich jetzt mal dran. Ja, außer ich gewinne mal einen Münzwurf, auch wenn das irgendwie unmöglich erscheint. Das ist ja noch kein Gewinn. Wenn du anfängst, weiß nicht. So. Dein Gegner wählt immer. Dein Gegner wählt immer. Ja, das ich verstehe noch nicht gleich hin. Also, wenn das hier kein richtiger Münzwurf ist, warum ist dann überhaupt ein Münzwurf da? Ja, das ergibt echt nicht viel Sinn. Und hast du eine Hand, mit der du Utopia am ersten Zug beschwören kannst? Brauche ich dafür nicht 2 4-Sterne-Monster? Ja, genau. Also ein
Also brauchst du ein 4-Sterne-Monster, was du irgendwie specialen kannst. Oder was dir ein Monster specialen kann oder irgendwie sowas, dass du halt zwei Monster beschwören kannst. Es gibt auf jeden Fall solche Monster in dem Deck. Ah, ja, ich hab eins. Nur mir fehlt das andere Monster, das ich dann normal beschwören muss davor. Wie, du musst ein bestimmtes beschwören? Ja. Ich muss diesen Go-Go-Go-Dingens oder ein Dodo-Do. Achso, Go-Go-Go-Ga-Ga-Ga. Ah ja, das Monster. Ja, du brauchst einen von denen, wenn du keinen von denen dann könnte hast, ich den hier so setzen, aber so kann ich das leider nicht. Ja. Ich hatte Livestream im Hintergrund offen, der ist gerade angekackt. Es war gerade ein bisschen laut. Okay. Einmal pro Spielzug, falls du eine Magierkarte. Nicht in theoretisch sogar, macht sogar irgendwie Sinn. Ah, okay, der Protected. Interessant. Okay. Legen wir den erstmal da rein. Und legen den da rein. Okay. Ja, was? Magst du den? Ja, schaut lustig aus. Der greift jetzt an. Glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Hat er aber getan. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass du nicht dagegen etwas hättest tun können. Ich schrotze. Kann dein Gegner bis zum Ende der Damage Step keine Fallenkarten? Genau. Mein Pendel 8. Das auf der linken Seite, oder bei dir ist es glaube ich rechts, ist blockiert. Dass Fallenkarten aktiviert werden können, während angegriffen wird. Zumindest von dir, ich glaube meine kann ich sogar aktivieren, oder? Ja genau, nur für den Gegner. Ziemlich krass eigentlich. Kann ich deaktivieren. Du kannst eine Karte in deiner Pendelzone wählen. Beschwöre sehr Spezialbeschwörung. Kannst ein Pendelmonster in deine Monsterzone wählen. Ach, man kann die quasi austauschen, damit es ja lustig ist. Okay. Während der Schadensberechnung. Falls dein Pendelmonster in deines Gegners angreift, kannst du das Monster. Schadensberechnung für ihn besser. ADK verlieren lassen. Oh, okay. Nur während der Schadensberechnung. Interessant. Machen wir mal eine Normalbeschwörung zur Abwechslung. Was genau macht denn der? Der macht nur Attack. Ja, okay, das hätte jetzt nicht mal einen Effekt. Oh.
Auch das Gaga-Ga-Ding. Das ist Gaga-Ga, Go-Go-Go, Do-Do-Do. Das sind, glaube ich, drei Karten, verschiedene Karten, die funktionieren, im richtigen Sinne. Oder du kriegst halt irgendwas anderes, was du auch spezialbeschwören kannst. Ja, heißt, jedes zweite Monster hat einen Effekt, wo drin steht, wähl ein Utopia, rüste es damit aus. Ja, das Deck hat Viel ziemlich mehr. viele Monster fürs Ausrüsten an Utopia. Aber irgendwie anders nicht wirklich den großen Nutzen haben. Oh, du willst Fenster zerstören. Ja. Damit kann ich den Angriff theoretisch abbrechen, aber dann zerstörst du einfach ein anderes Monster von mir stattdessen. Also bringt das nicht so viel. Was hat der als Pendel-Effekt? Als der Körperpumpe. Achso, das ist durchschlagend. Muss der sein? Okay. Dann zerstör ihn. Ach stimmt, der liegt ja jetzt wieder da. Kommt er eh wieder. Oh, jetzt kann ich was anderes aktivieren. Beschwöre ein offenes Pendelmonster von deinem Extra-Deck. Oder ein Pendelmonster von deinem. Okay, interessant. Pendel-Wiedergeburt. Was macht das hier? Hatte zwei Karten in seiner Pendel zum Hast. Wähle zwei Monster in einem Friedhof. Schließe ich den Pendelbereich der Karten. Okay. Ist ganz baff. Oh, Hallo. die kenne ich noch nicht. Oh, du hast eine Karte gezogen, die du noch nicht kennst. Ja, ich kann sie auch nicht benutzen. ungünstig. Falls du ein Utopia-Monster kontrollierst. Doppelpunkt. Ja, das. So viel von dem Deck setzt voraus, dass du Utopia erfolgreich beschworen kriegst im ersten Zug. Das ist so ein bisschen Ich kann jetzt ein suboptimal. Monster-Spezial beschwören, krass. Oh, das ist zumindest nice. Oh, Oh, ich glaube, okay. das. Vielleicht hätte ich lesen sollen, wie stark es ist. Ja, es hat eher mehr Defense. Oh, jetzt hast du sogar zwei, aber leider sind sie nicht dieselbe Stufe. Ich kann sowieso schon überhaupt nichts machen. Battleface. Den willst du angreifen? Okay. Ich weiß gerade nicht, hast du ein Ass im Ärmel oder so? Habe jetzt nicht verstanden. Ist es einfach schneller beenden? Ohne aufzugeben. Halte, was ist das da? Das ist drei oder mehr offene Pendelmonster mit unterschiedlichen Namen. In deinem Extra-Deck hast, zieh zwei Karten. Du kannst deine Hand für den Rest des Spiels lösen. Diese Karte ausgelöst wurde, keine Karten an Deck hinzufügen. Ah, okay. Kumpel Silberfang.
Also das Utopia-Deck gefällt mir irgendwie nicht. Ich habe einfach nur Pech. Ja, es ist irgendwie... Ich habe auch wirklich das Gefühl, dass es schlechter ist als die anderen. Naja. Na gut, dann war's. Das war's erstmal mit dem Deck. Bewerten nicht vergessen und ciao. Tschüss.